Einwände überwinden mit nur einem Satz? Ja, das funktioniert wirklich. Wie? Erfährst du jetzt im Video direkt von Roberto Sachse mit einem ganzen Feuerwerk an Beispielen. Ich wünsche dir viel Spaß damit und gib uns einen Daumen hoch, wenn es dir gefällt. Es geht heute um die Einsatz-Einwandbehandlung. Und ich nehme da ein Arbeitspapier aus meinen Unterlagen raus. Und du wirst sehen, wie viel einfacher es ist mit so einer Vorlage. Und da ich sie gleich mit dir mache, kannst du sie auch gerade abschreiben, die Beispiele, die ich da mache, weil die kommen da gerade raus. Wir machen es jetzt so, dir sagt mir Einwände und ich beantworte dir das gleich. Oder ich behandle es gleich. Was dir auffallen wird, ist, es ist eine extremst einfache Einwandbehandlung. Sie ist extremst einfach zum Anwenden und sie ist extremst effektiv in der Wirkung. Ja, okay. Lass doch los, Dirk. Umberto, das ist mir zu teuer. Mit geschlossener Frage Nummer 8. Ja. Ist Ihnen wichtig, dass Sie heutzutage einfacher und schneller arbeiten können? Ist Ihnen das wichtig? Ich habe keine Zeit für sowas. Mit Meinungsfrage Nummer 5. Was sagen Sie dazu, wenn Sie unter dem Strich 10% besser fahren? Was sagen Sie dazu? Wir haben schon einen Lieferanten. Geschlossene Frage Nummer 10. Wie wesentlich ist für Sie, dass man Bestehendes noch einmal verbessern kann? Wie wesentlich ist das für Sie? Wir haben das schon immer gemacht und sind sehr zufrieden. Mit geschlossener Frage Nummer 2. Achten Sie darauf, dass der Putz, den Sie anstreichen, viel schneller geht und besser deckt. Achten Sie darauf, dass er besser deckt und schneller geht. Achten Sie darauf. Und merkst du, manchmal gehe ich auf den Einwand ein und manchmal, wenn mir das nicht passt, sage ich einfach noch einmal den Nutzen, weshalb ich vorher angerufen habe oder weshalb ich dort beim Kunden bin. Und das ist das Geniale. Wir machen oft den Fehler, dass wir viel zu stark auf Dinge eingehen. Das heißt, wenn es dir passt, gehst du darauf ein. Wenn es dir nicht passt, bring einfach einen neuen, den Nutzen noch einmal, um was es gegangen ist vorher. Weil die meisten Einwände, oder sehr viele, sicher 80%, sind gar keine Einwände, sondern Vorwände. Und es nützt dir gar nichts, wenn du darauf eingehst. Dann sagst du lieber noch einmal den Nutzen. Dirk, machst du weiter? Das passt nicht so ganz in unsere Firmenphilosophie. Mit Meinungsfragen Nummer 9. Mehr Kunden gewinnen und das so, dass es in die Philosophie passt. Wie hört sich das für Sie an? Wir haben in dem Bereich erst größere Veränderungen durchgezogen. Mit geschlossenen Fragen Nummer 10. Wenn Sie noch einmal große Vorteile haben, ja, wie schlimm ist das? Sowas haben wir schon mal probiert. Mit Meinungsfragen Nummer 1. Was meinen Sie dazu, wenn es geht? Und dann sagt er vielleicht, das wäre schon schön. Mhm. Sehen Sie, wäre es noch schön oder ist es schön? Ja, es ist schön. Okay, dann geht es ja darum, dass Sie es prüfen. Das passt Ihnen besser dann oder dann. Merkst du? Und wenn du vor Ort bist, dann kannst du sagen, okay, dann geht es darum, dass sie profitieren. Wann können wir starten? In dem Sinn merkst du, es ist eine ganz einfache Einwandbehandlungstechnik. Das Schöne ist, du kannst sie gut vorbereiten, du kannst die Einwände aufschreiben und dann kannst du Musterantworten machen und kannst das üben. Es ist sehr schnell gelernt und sehr effektiv.